Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute mache ich Pfirsiche, gebackene Pfirsiche. Die sollen uns ein wenig den Sommer in Erinnerung rufen. Wir haben doch jetzt Februar. Dieses Rezept habe ich aus der Buchreihe Einfach köstlich und zeige es euch mit freundlicher Genehmigung vom Lichtzeichen Verlag. Es ist ein sehr schönes Rezept. Bleibt dabei, schaut es euch an und macht es mal nach. Für den Teig brauchen wir 2 Becher Schmand, das sind 400 Gramm, 2 Becher Zucker, da nimmt man den Becher vom Schmand, das sind 370 Gramm, 30 Gramm Butter, 2 Eier, 2 Päckchen Backpulver, das sind je 16 Gramm und Mehl. Den Teig mache ich mit der Küchenmaschine und zwar mit dem Knethaken. Man kann ihn natürlich auch von Hand machen oder vielleicht auch, wenn man einen guten, kräftigen Mixer hat, mit dem Mixer, mit dem Knethaken. Zuerst gebe ich alle Zutaten außer Mehl und Backpulver in die Rührschüssel. Den Schmand, die Butter, und die Eier. Den Zucker auch. Jetzt verrühre ich das Ganze. Wenn das sich soweit vermischt hat, gebe ich jetzt einen Teil von Mehl dazu. Backpulver gebe ich auch schon hinzu. Das vermische ich hier oben so ein bisschen mit diesem Mehl, damit sich das so ein bisschen verteilt. Jetzt knete ich weiter. Jetzt gebe ich noch einen Teil vom Mehl dazu. Knete weiter. Ab jetzt gebe ich esslöffelweise Mehl hinzu. Ich brauche einen Teig, der nicht klebt. Und das erreiche ich jetzt, indem ich jetzt in kleinen Portionen Mehl dazu gebe. Der Teig ist jetzt fertig und zwar muss er schön weich sein, so, aber er darf nicht mehr an den Fingern kleben. Es ist wie Knete, die schöne weiche Knete. Richtig toller Teig. So muss er auch sein. Die Arbeitsfläche bestäube ich jetzt mit etwas Mehl und gebe den Teig hinaus. Jetzt verknete ich den Teig noch so ein wenig zu einer schönen einheitlichen Masse. Und teile mir den in 4 Teile auf. Jetzt bestäube ich wieder ein wenig mit Mehl die Arbeitsfläche und mache mir so einen langen Streifen. Jetzt steche ich immer so kleine Teile aus, etwa so groß wie eine Walnuss. Möglichst gleichmäßig.
davon mache ich jetzt so kleine Kugeln. Möglichst schön rund. Die lege ich auf ein Backblech, das ich vorher schon mit Backpapier ausgelegt habe. In diesem Moment mache ich auch den Backofen an. Und zwar bei 170 Grad Ober- und Unterhitze. So sehen die dann aus, wenn sie jetzt alle geformt sind. Und so mache ich das jetzt mit dem gesamten Teig. Forme so kleine Bällchen und backe die jetzt aus. Ich gebe die jetzt so in den Backofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze. So, die ersten kommen jetzt raus. Die waren jetzt 12 Minuten drin. Da müsst ihr dann schauen nach eurem Backofen. Wenn sie so schön goldgelb werden, dann sind sie fertig. Es kann sein, dass es vielleicht auch eine Minute länger oder eine Minute weniger. Zur Sicherheit könnt ihr mal eins durchbrechen und schauen, wenn es innen drin durch ist und nicht mehr Teig zu sehen ist, dann ist es auf jeden Fall fertig. Jedenfalls nehme ich sie jetzt raus und die nächsten kommen rein. So, jetzt kommen schon die letzten raus. Das ist jetzt schon die letzte Partie. Gebe ich auch hier zum Auskühlen. Ja, so lasse ich die jetzt alle gut auskühlen. Und wenn sie gut abgekühlt sind, geht's weiter. Mein Gebäck ist jetzt abgekühlt und ich habe jetzt begonnen, die auszuhöhlen. Jetzt zeige ich euch auch noch, wie ich das mache. Ich nehme mir so ein Teil und fange dann auf der unteren Seite an, so ein kleines Loch auszuschneiden. Ganz vorsichtig, weil die brechen sehr schnell. So, und jetzt arbeite ich mich immer weiter nach außen durch. Ganz langsam. Jetzt höhle ich einfach aus der Mitte noch so ein wenig das Innere raus, damit da viel Creme reinkommt. So. So sieht das dann aus von innen. Und so mache ich das jetzt mit dem gesamten Gebäck. Höhle die alle so aus und dann geht's weiter. Einen Teil habe ich bereits ausgehöhlt. Jetzt mache ich die Creme. Dafür habe ich 400 Milliliter Schlagsahne hier in die Rührschüssel gegeben. Das sind zwei Becher, zwei Esslöffel Zucker brauche ich dafür noch und ein Päckchen Paradiescreme, das sind 60 Gramm. Das gebe ich jetzt, die Paradiescreme gebe ich jetzt auch zur Schlagsahne und den Zucker auch. Das Ganze rühre ich jetzt mit dem Mixer um, schlage ich ein wenig auf, bis es die nötige Konsistenz hat. Wenn die Creme so schön dickflüssig geworden ist, dann brauche ich auch nicht mehr länger weiterschlagen. Ich habe jetzt etwa anderthalb Minuten geschlagen, zuerst auf niedriger Stufe und dann auf hoher. Die Creme gebe ich jetzt in einen Spritzbeutel. Jetzt fülle ich die mit Creme. Ich habe die Hälften jetzt soweit gefüllt mit der Creme. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommt der nächste Schritt. Dafür brauche ich O-Saft, also Orangensaft oder Multivitaminsaft. Oder Möhrensaft, je nachdem, was man zu Hause hat. Und rote Beete-Saft, den habe ich jetzt einfach aus dem Glas genommen, wo rote Beete halt eingelegt ist.
Außerdem brauchen wir Nüsse, wir können Haselnüsse nehmen oder Mandeln und Zucker. Den Zucker sieht man hier, glaube ich, nicht so. Ja. Und jetzt können wir beginnen. Dafür ziehe ich wieder meine Handschuhe an, weil mit rote Beete, das färbt ja sehr ab. Nehme ein Teilchen, lege mir da eine Nuss rein, so in dem Sinne, dass das der Kern ist, weil das sollen ja Pfirsiche werden, klappe die dann so zu und tauche sie jetzt zuerst in den O-Saft ein, ganz kurz, und dann in den rote Beete-Saft. Aber nur eine Hälfte in den Rote-Bete-Saft. Jetzt gebe ich sie in den Zucker und wälze die noch so schön im Zucker ein. So sehen die dann aus. Jetzt zeige ich euch noch eins. Wieder so eine Hälfte, eine Nuss rein und zuklappen. Andrücken, festhalten und dann in den O-Saft tauchen und in den Rote-Bete-Saft eine Hälfte. Den Zucker nehme ich mal ein bisschen näher ran, damit ich nicht so rumtropfe. Und jetzt in den Zucker wälzen. So, und dann entsteht so eine Art Pfirsiche. Das trocknet dann so ein bisschen noch und dann sieht das aus wie so ein schöner Pfirsich, so ein rotbackiger. Und so mache ich das jetzt mit dem gesamten Gebäck. Ich bin jetzt fertig mit meinem Gebäck. So sehen die fertigen Teilchen jetzt aus. Sehr lecker, jetzt müssen sie in den Kühlschrank und erstmal ein paar Stunden im Kühlschrank stehen, bis sie schön durchgezogen sind mit der Creme. Das ist ja was Besonderes, das macht man vielleicht zu einem besonderen Anlass. Ich empfehle euch, das mal nachzumachen, mal auszuprobieren, ob euch sowas gefällt und ob euch sowas schmeckt. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid, bleibt auch weiter dabei und ich wünsche euch alles Gute. Bis bald!